mein Freund. Ha! Körperbetont, slimfit. Hallo, mein Name ist Michael Bamberger. Ich habe eine gute Figur. Wow, du siehst aus wie ein Hemd und das ist mir schon zu eng, das Shirt. Wow. So sieht es also aus, wenn man dünn ist. So fühlt es sich also an, wenn man... Prost. Dude, 72 Euro, du bist absolut wahnsinnig. Wenn es die Nudity-Regel nicht geben würde, hätten wir es natürlich vor der Cam gemacht, aber so dürfen wir es halt ja nicht anders. Nackig könnt ihr uns auf der Gamescom sehen, weil da gibt es keinen Twitch, die einen bannen können. Ja. Da können wir dann mal ins... Da können, ja, kriegst du ein Hausverbot. Ja, immer so blankgezogen vom Twitch dann. Ja, was wollt leider, ihr tun? Ja, was wollt leider, ihr tun? Ich bin leider gebannt auf Twitch. Ich hab geflitzt auf der Gamescom am Twitch-Stand. Okay, besiegen wir den jetzt? Was machen wir denn, ganz kurz, lieber Chat, was machen wir denn jetzt bei 543,21? Was sind das eigentlich immer für Zahlen? 54321, Flo? Wow. Wow, Robin sieht fast aus wie Tim Wiese und Bambi halt wie Bambi. Hey Robin, du solltest öfter solche Shirts tragen. Du kannst Easy M tragen, mein Freund. Ich kann doch nicht Easy M tragen, bist du behindert? Klar. Ich sehe aus wie eine Presswurst. Guck das mal an. Du willst mir nicht sagen, dass das gerade ästhetisch aussieht, wenn ich meine kleinen Fettschwammelchen in so ein T-Shirt presse. Sieht mega gut aus. Kein Scheiß. Was ist los? Traut euch! Kommt zu mir! Legt euch mit mir an! Bayernbrunner Straße 3 in 81379 München! Traut euch! Ich schmeiß die Prügel raus! Let's go! So. Oh. Was machen wir denn jetzt, lieber Chat? Ihr bestellt Pizza für einen zufälligen Zuschauer? Nee. Das ist doof. Der ist mir richtig unsympathisch, der Knallkopf. Wer hat denn auch so eine scheiß Shotgun-Knallfiste, ey? Mega unfair, dass er sowas hat. Ich bin auf dem Weg, Bahnticket ist raus. Ah! Ja, schade, das musst du es regeln. Mach ich. Bartausch. Einfach Suizid begehen, indem die Bombe in deiner Hand zerplatzt. Klär's mal einfach, bitte. Ja, ich bin halt der langsame Mongo. Entschuldigung. Wie wär's denn, wenn wir beim nächsten Mal... Was können wir noch Lustiges machen? Nice one. Vorsicht, Schrot. Der macht wieder Schrot. Weiche ich aus. Mach Bombe, sag ich hier. Oh, nice one. Komm, Mami. Ah, nicht! Oh, no! Da krieg ich den Hook. Werden ins Gebüsch gehuckt, als wär's nichts. No, no, no! Nein, das ist zu low. Das ist zu low. Egal, jetzt komm. Komm. Da wollte ich zu viel. You can do it. Ja, du wolltest... Vorsicht. Machen. Gib ihm! Ho! Nein! Zu low. Vorsicht, der wirbelt erstmal. Weich aus, der wirbelt. Ich bin mega langsam. Jetzt kannst du die Bombe... Nein, nicht die! Nein, nicht die! Oh Gott, Hook! Oh Gott, nein, Bambi! Michael Bamberger! Oh, the jokes. Oh, the jokes. Hat er mit dreimal den Hook gekriegt, das ist mega peinlich. Hier riecht's gerade gut nach Essen. Riechst du das? Was ist das? Bist du das? Oh, du hast den Burgergeruch mitgebracht. Wir wissen immer noch nicht, was wir bei 534,21 machen. Nice, Bonnie. Fick! Nee, ficken machen wir denn nicht. Fingeld, Drogen, Nunnen, ey. Boom, zwei Hits, ey. Fett einen wegkassiert. Wenn das jetzt nichts wird, müsst ihr das Geld zurückgeben. Oh! Lass uns erstmal gucken, dass wir die Duderinos da kaputt machen. Ja, klar. Oh, Shotgun. Nee, Bombe. Du hast vollkommen recht, Robin. Robin, die klugen Plays von Monsieur Rottmann. Mach mal Bombe. Mach mal Bombe. Vorsicht, Shot! Oh, schön reingerannt, ey. Bombe, please. Komm schon, bitte nicht die Shotgun. Giftbomb! Nein, Haken! Vorsicht, der macht Druck! Vorsicht, der macht Druck! Oh nein! Oh nein, Sohn! Der macht Bombe! Das ist aufregend. Oh, fuck you. Oh nein! Oh, das tut mir mega leid. Ich wollte nur meinen eigenen Arsch retten, hab deinen Arsch riskiert. Robin, da sind wir. Das war dumm. Sind wir da jetzt quitt? Ja, da sind wir quitt. Sind wir da jetzt quitt vielleicht? Da sind wir jetzt quitt. Quid quo, Bro. Ey, ich bitte darum. Ich habe hab ein Öffnungsgerät hier. Oh, mal, guck mal, meine Taschenlampe ist an. ist das ein Synonym für du bist betrunken? Ja. Deine Taschenlampe ist an? Da
hättest auch mal sterben können, du kleiner. Ist ja alles alkoholfrei hier. Ist ja, also. Ja, natürlich. Ist auch Twitch drüben kein Alkohol. Wie wär's mit einer Augenbinde für einen von euch bei 503? Ja, finde ich gut. 40. Finde ich sehr, sehr gut. Nee, weißt du was? Wir machen folgendes: Wenn wir die 543.21 packen, versuche ich gleich nochmal einen Speedrun in Super Mario World. Oh fuck. Da bin ich dabei, da bin ich sowas von dabei. So. Shit. Shit, das werde ich aber sowas von wegkommentieren, mein Freund. Oh, was? Der hat an! Oh Gott. I call an. Mach mal Bombe. Danke. Danke, Bro. Na, was? Das war... Hast du gesehen, wie der Controller fast geflogen wäre? Tschüss, du Betrüger. Tschüss, du Betrüger. Müssen wir jetzt die ganzen tollen Rätsel nochmal lösen? Ich hoffe nicht. Das kriegen wir hin. Oh, fuck. Wir brauchen das Passwort. Oh, das war ein ganz schön langer Weg, Bams. Ich hab's gelöst. Ja, also, sehr gut. Du kannst bestimmt Start drücken. Oh nein, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß... Das Rätsel müssen wir vor allem nochmal machen. Ich nehme erstmal die ganzen Bananen mit hier. Oh, Mann. Ich wollte doch einfach nur... Ey, seit... Wir haben noch nicht verraten, welches Spiel wir spielen, oder? Was? Welches Spiel wir jetzt gleich spielen, wenn wir durch sind. Also, wenn ich habe zwei zur Auswahl, wenn wir durch sind, sollten wir das zu Nation Guard packen, werde ich auf alle Fälle einen Super Mario World Speedrun versuchen. So. Hört sich beides ganz okay an für mich. Oh, du Affenmann. Also man kann bei beidem eigentlich nur gewinnen. Hast du gehört? War der Erfolg. Vorsicht, Bombe. Musst du aufpassen. Ja, Bombe ist mega, mega gefährlich. Warte, ich klär das. Moment. Richtig gefährliche Bombe. Robin, lass mich das vielleicht mal klären und mach du mal Hakenscheiße. Na gut, dann mach ich hier Hakenscheiße. Oh, hier waren wir schon mal. Hier, ne? Nee, da, schon überhaupt nicht. Da waren wir schon. In bester Stromberg-Sprache. Hier, da, also, da, ne? Da muss ich jetzt auch mal, also, ne? Ja, das war nicht gut. Wow. Broken. Nicht im Ernst. Ja, klar. Ich hab nicht mal geguckt, wo die scheiß Tür ist, ehrlich gesagt. Hätte ich mal machen sollen. Nice one. Shit happens. Mann, ich wollte doch nur schnell diesen dummen Boss besiegen und dann passiert das. Ja, ist doch schon wieder broken hier. Oh no! 3,5 Stunden? Bambi soll niemals! Dann, Bambi soll dann auch einen, soll einen Isaac Speedrun machen. Kann ich machen. Ist kein Problem. Freunde, mach ich für euch. Ja, der Isaac Speedrun kommt dann, wenn wir dann noch danach das, Donation Gold knacken. Ganz einfach. Ich bin irgendwo anders rumgelaufen, hab original gar nichts gemacht. Das war mega gut. Komm schon, wo sind die Fässer? Wo sind die Fässer, ihr Betrüger? Gib mir welche zu. Gimme. Boah, Alter, wie am Fließband. Ultra-Profi-Strats. Die Ultra-Profi-Strats hier, ey. Was ist los? Geh mal zur Tür. Geh Tür, ja. Ich bin so wütend! Ah! Oh nein, geht das wieder los. Okay, Bambi, was möchtest du tun? Ich weiß es. Schieß mir einen hoch, Alter. Schieß ihn mir hoch. Da. Wow, man könnte fast meinen, wir hätten Teamwork. Ja, wir haben wirklich eben eine halbe Stunde gebraucht, um die Donation unter Kontrolle zu kriegen. Aber was sollen wir tun? So ist das halt. Die müssen wir jetzt erstmal hier besiegen. Oh Gott. Das ist deine Aufgabe, du bist der Glockenmann. Sorry. Sehr gut, ciao. Ich war in einer schlechten Situation, um Dinge zu tun. Ja, ja. Oh, nice. Oh Gott. So, Freunde. Das funktioniert richtig gut, Bambi. Ja, ich stelle mich jetzt mal hier und hin, reg mich ein bisschen auf. Haha! Bing. Komm her. Teamwork. Das gute Teamwork. Oh Gott. Das geht! Von welcher Band trage ich gerade eigentlich ein T-Shirt? Red Fang. Red Fang. Eine Stoner Rock Metal irgendwas. Stoner? Stoner Rock Sludge. Coole Gangster Action. Die haben sehr, sehr lustige Videos. Also, Red Fang hat tatsächlich sehr, sehr amüsante Videos.
Robin. Ey, Mami, mach nichts, ich sterb mal. Wann kommt die Kugel? So. Komm schon, komm schon. Meine Fresse. Komm schon, komm schon. It's a- Nice. First try. Oben. Oder? Ne, oben ist gar nichts, oder? Nice. GG. Das hast du gut gemacht. Hab ich mach das sehr mal gut gemacht. Mach das mal eben für dich. Mach das auch online. Ja. Herr Kessel, Robin. Wenn ich dich fragen würde, was deine Lieblingshobbys wären. Ja. Abgesehen von Computerspiele spielen und Bier trinken. Ja. Was würdest du Gitarre sagen? Spielen. Shit. Abgesehen davon. Druck mal Start. Ernst gemeine Frage? Aber meinst du, ist es ernst oder soll ich irgendeinen Scheiß antworten? Klar, mach ich das gerne. Ernst. Klar, mach ich das ernst. Außer Gitarre spielen und, Oh, ist eine gute Frage. Ich höre gerne Musik. So doof das jetzt mal klingt. Ist Musik hören ein Hobby? Also hörst du bewusst Musik oder bist du eher so nebenbei Hörer? Ich höre auch beides. Ich höre sowohl bewusst Musik, als auch, dass ich es nur so nebenbei höre. Ich habe jetzt angefangen, Videos zu schneiden. Ist das auch ein Hobby? Das ist ein gutes Hobby, ja. Ein sehr gutes Hobby. Ich habe gestern bis 2:30 jetzt Colores-Videos geschnitten, um sie dann falsch zu rendern. Das ist aber mega gut, ey. Also, das ist echt mega gut. Selten habe ich mich so gefreut. Nee, also, weißt du, dass du das jetzt auch machst? Weil das bedeutet ja theoretisch, dass wir eine sehr schöne Arbeitsteilung. Du weniger Arbeit hast. Der ganze Druck lastet nicht mehr auf mir. Ja. Ne? Ich bin natürlich auch noch besser in so Sachen wie dem Kram da. Also so Overlays bauen und so. Goof Troop und so. Goof Troop bin ich sehr, sehr gut drin. Schmeiß mir dann rüber, Alter. Los, Sohn. Mach dich nützlich. Ich habe dich nicht 14 Jahre lang aufgezogen, damit du ein Stein am Bein bist. Das Bierfass von deinem Vater ist leer. Wirf mir. Das Fessle. Sohn, das Fessle ist leer. Sohn, hol mir ein neues Fass! Dinge, die man in jeder guten Fall... Jetzt hab ich verkackt. Etzala. Jetzt hab ich richtig verkackt hier. Hallo. Hi. Sind wir jetzt die Fasskeeper? Bist du Michael Fassbender? Oh Gott. Komm, gib ihm. Mach ihm Messer von hinten. Warte. Sagt auch, warte, wirf mir das Fass in die Fresse. Das macht gar keinen Sinn, was wir hier tun. Wir brauchen noch den zweiten Kescher, weil ansonsten ohne zweiten Kescher kommen wir da unten nicht weiter. Stimmt doch gar nicht. Klar, da unten sind doch zwei Kescher, du. Stimmt doch gar nicht. Ja klar, Boy. Das stimmt doch nicht. Geh da mal hin. Das will ich erstmal mit meinen eigenen Augen sehen. Fuck. Warte, lass mal gucken, ob es da vielleicht noch einen Kescher gibt. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Nein. Okay, das Rätsel kenne ich noch. Das hast du gelöst. Deswegen gehe ich in diese Ecke und spiele dir ein Lied. Pikachu, das ist sehr nett, aber großzügige Spenden sind auch richtig große Liebe. Richtig große Liebe. Richtig, richtig große Liebe. Jetzt hast du es nicht gelöst, oder? Nee. Lauf dir mal hinterher, ich jubel dich an. Boah, du machst mich gerade unfassbar aggressiv. Alter! Ich glaube, diese Waffe haben sie auch nur für mich eingebaut, so in das Spiel. Ich glaube auch. Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Boah, Alter, bitte! Wenn du noch einmal diese Scheißklinge nutzt. Boah, Bambi, bitte! Bitte, bitte, bitte. Ah! Look what I've got! Das ist gut. Oh, look what I've versaut. Alter. irgendwann hör die lieber auf. Robin Rottmann. Michael B. Ey, du wirst gleich wirklich ausgemordet, wenn du so weitermachst. War da irgendwas Spannendes rechts in dem Raum? Ich weiß nämlich nicht. Was muss hier so um Autos rumlaufen? Genau die nämlich. I got you covered. Nice. Hier ging es nicht lang. Da lagen ein paar Bananen rum in der Ecke. Da hat jemand ein bisschen One-on-One-Zeit gehabt in der dunklen Ecke mit der Bananenstaude. Hier sind zwei. Lass uns die mal holen. Ja, ich manage das. Was machst du da? Kopfnüsse. Schlägst du den Kopf gegen die Wand gerade, oder was? Ja. Stell dir vor, du musst mit deinem Vater Rätsel lösen, er steht dumm rum und bimmelt.
Genau das. Nice! Gib dir mal richtig, ganz egal wo. Das ist nicht so gut. Geh halt. Wohin denn? Ja, hol dir das da! Hol dir das da! Alter, ey, manchmal ist auch echt so... Hol dir das da! Oh, guck mal. Und am Enterhaken ist eine Glocke. Guck mal, unter der Glocke ist ein Enterhaken. Guck mal, unter dem Enterhaken ist eine... Boah, du willst auch, dass der Controller noch fliegt heute, oder? Er ist ja vorhin schon fast geflogen. Hier, Pfälzer Erle hat's gesehen, ey. Der wär hier schön. Weißt du, was mich richtig interessiert macht? Du. Praise the Sun, Alter. Ja, geil. Nichts. Kann man nicht was Cooles machen? Wir brauchen einen Schlüssel, Alter. Wo gibt's den? Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Im Schlüssel da. Entschuldigung, ich musste flüchten. Kein Ding. Ich versuch's nochmal. Praise the Sun. Praise the Sun, Dad. Praise the Sun! Ja, stell dir vor, du musst mit deinem Vater Rätsel lösen oder steht dumm rum und pimmelt. Best in EU. Ich weiß nicht, was du meinst, 1905 Tim. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, jetzt geht das wieder los hier. Oh, ich weiß noch, wie wir das gemacht haben, nicht? Ich aber. Ja, rüber. Boom. So. Kein Problem. I got this. Au. Au. Oh Gott. Was sagen well, die denn? Well, well. Robin, was sagen die denn? Die sagen doch bestimmt wichtige Dinge. Ja, da, guck mal, da gäbe es vor allem auch noch extra Leben, die uns bestimmt gut, ja. Gut tun würden. Wollen wir die vielleicht noch errätseln? Nee. Rätsel, Rätsel, Rätsel? Nee. Nee? Nee. Warum nee? Na! Robin, du brauchst die extra Leben, siehst du? Aber wie? Ganz einfach. Mitte? Zum Mitte, zur Titte, zum Sager, Alter. Oh, das war dumm. Das war nicht so gut. Aber so in etwa. So, jetzt erstmal nur einen. Welchen? Irgendeinen, so. Den auch rüber, wa? Ja. Boom. Ich hol mir mal die Leben, weil ich schlecht bin. Ja, den anderen Scheiß, da brauchen wir auch nicht, oder? Nö, ist scheißegal. Ey, der Chat hat, glaube ich, unfassbar viel Spaß heute, oder? Ruined! Ah, ruined. Robin, ich fühle mich wie du. Das ist ein gutes Gefühl. Ich fühle mich auch wie du. Ich fühle mich irgendwie... Ich fühle mich wie du, nur dicker. Ich finde, du siehst hervorragend aus in diesem Shirt. Ich finde, du bist ein sehr guter Lügner. Ich habe leider einen Schlüssel. Du musst hier in Action gehen. Dude, bitte. Was soll ich denn tun? Du sollst genau. Genau das. Und jetzt machst du hier... Ja, hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Bist du stolz auf dein Paar? Wie hat Daddy das gemacht? Jetzt bitte mach hier das dumme Seilchen, danke. Oh, du hast gerade schön einen weggerülpst, oder? nein, ich hab ausgeatmet. Alter Schwede. Eieieiei, da ist er. Huh! Hier ist der Los Master Kiros. Ja, der ist oben. Weiß ich. Speedrun. Das ist ein Spiel, Weiß ich. Speedrun. Das glaube ich doch einfach in der Ehe, was überhaupt keinen Sinn macht. Weißt du noch, wo der Gangster ist? Ja, wir müssen jetzt aber auf alle Fälle alle Haken, die es noch gibt, mitnehmen, weil die brauchen wir gleich wieder oben. Komm, Bambi. Wir ziehen es jetzt schnell durch hier. Wir waren echt schon beim Endboss. Wahnsinn. Wir waren wirklich beim letzten Gegners. Gut, Dad. Ja, ich bin wütend. Robin ist Specky Conscious. Was? Danke, siehst du? Jetzt nennen mich schon die Frauen im Chat Specky. So, und ich soll heute noch mit erhobener, dicker Brust nach Hause fahren. Du wirst nie wieder aus diesem Shirt rauskommen. Wahrscheinlich. Das gehört jetzt einfach dir. Ist einfach auch ausgedehnt, nachdem ich es getragen habe. Passt hier nicht mehr. Das ist halt mein Lieblingsshirt, so, kein Scheiß, aber... Ja, aber ich pass auf, dass nichts passiert. Wahrscheinlich ist original kaputt. Darf bloß nicht die Muskeln anspannen. Also, wenn wir heute noch in eine Straßenschlägerei geraten sollten oder so, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem. Das passiert sehr häufig nach Zuckerlores Streams, dass man in Straßenschlägereien kommt. Was macht er denn? Boah, er ist der unangenehmste. Ist er noch Otto. Zu retten? Kannst du den mal da oben so ein bisschen... Yeah. Der agiert nicht. Der reagiert nicht, wollte ich sagen. Guck mal, das ist bei mir. Ja, geh doch nach links. Geh halt nach links. Komm. Ja. Oh, we got it. Very we got it. Very we got it. Jetzt hat er dich, jetzt hat er dich. Guck mal, jetzt zeige ich mich. Na, jetzt.
Ich schneide dich raus, Robin, keine Sorge. Komm, komm! Danke. Yeah. Hol dir den Haken, ja? Schneller. Hol dir den Haken, ja, du, aber ich hab Schlüssel. Weißt du, du könntest ja einfach ein Fass nehmen und ihm eine geben und ja, sehr gut. Wow. Worst Dad EU. Da bin ich leider selbst gelöscht aus dem Spiel. Einfach mal selber löschen. Willst du nicht die Glocke mitnehmen? Was denn? Holst du der Luft einen runter gerade, oder? Das wär so. Ja, also kommt auf die Größe des Piephahns an. Ziemlich viele, viele Schwanzwitze heute. Es gibt auch die Zweihandtechnik, so, den Karategriff. Chinesisch. Wie beim Ping-Pong spielen. Hab ich noch nicht verstanden. Da kannst du auch nicht Chinesisch spielen. Weißt du, wenn du einen Schläger so hast. Kannst du auch, stell dir mal da einen Schwanz dazwischen vor. Würde auch funktionieren. Kannst du schön massieren hier noch mit dem Daumen da. Für die Prostata ist das dann. Sehr gut für die Prostata. Das S im Prostata steht für Sex. Weißt du, was für die Prostata gut ist? Nee, Bier. Oh. Aber die Prostata ist Prostata gut? Hm. Sehr gut. Ich habe eine Banane gefunden und eine Kirsche. Und guck mal. Die abgeworfen. Nicht solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, Sohn. Da wird nicht mit Vasen geworfen, die Mama getöpfert hat. Wie Mama Goofy wohl aussehen mag. Wir müssen erstmal das Tor aufmachen hier. Dann können wir uns mit den Haken holen. Erstmal Thomann. Erstmal Thomann und dann. Arschloch! Ein Glück, dass wir uns die extra Leben geholt haben. Das hat sich bezahlt gemacht. Der Loop ist zum Glück sehr abwechslungsreich. Very good. Ich bleib einfach hier. Vielleicht ist das besser. Ist sicherer für mich und meine tollpatschigen Füße. Und deine Prostata. So, jetzt rein da, Bambi. Guck mal hier. Zack, bumm. Very good. Good work. Oh. Oh, not good work. Michael B., bitte unterlassen Sie dies. Ah, du brauchst... Oh, nice. Nee. Nee, 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 nee. Geh mal aus dem Bildschirm raus. Warum? Geh mal aus dem Bildschirm raus. Ich laufe. Ich verschwende die Credits. Wir haben keine mehr. Auf Wiedersehen. Ist das dein fucking Ernst? Ist das wirklich dein fucking Ernst gerade? Ich kenne das Passwort noch. Got it. Du bist der Größte. Es tut mir leid. Ey, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Boah, ich hab grad so einen Hass auf dich. Ja. Ich weiß ja nicht, ob wir das noch schaffen heute. Ich verliere jetzt schon die Leben, so im ersten Screen. Ja, du musst dich auch mal ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen weniger Scheiße machen, einfach mal ein bisschen mehr Speedrun hier. Boah, ist das wirklich dein Ernst gerade? Oh Gott, auf Bambi. Wirklich. Gib dir doch ein bisschen Mühe gerade. Bist du schon wieder tot? Weißt du, was bleibt draußen so? Ist echt. Oh, das war fürs Bilderbuch gerade. Wahrscheinlich für die Gruppe das Beste. Das war wirklich fürs Bilderbuch gerade. Das war absolut hervorragend. Du bist echt so. Du bist der typische Vater. Du stehst die ganze Zeit daneben, guckst so, wie ich arbeite, machst dumme Kommentare und kriegst nichts geschissen. Du bist so das Prototyp. Los, Junge, gib mir Bier! Gib mir. Oh. Alter, was kannst du eigentlich? Das hat vorhin besser funktioniert. Hat es. Kein Scheiß, das war gerade der beste Tod ever. Ja, ich war vor der Kanone gestanden, hatte die ganze Zeit meine Hände oben, dann habe ich sie kurz runter gemacht und die Kanone hat geschossen und mich weggefistet. Das war schon sehr, sehr gut. Gib mir. Fuck! Good work. Ja. Very good work. Mother Russia is proud of you. Ey, du bist doch so ein schlachsiger Vollarsch, das ist unfassbar. Wenn ich sehe, wie du läufst, werde ich aggressiv.
wirklich so bong, 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 bong. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Ey, keine Ahnung, ich mach's alleine. Wirklich, so. Komm, bitte verkack's. Ich hab grad extrem viel Spaß. Oh, yeah, das ist auch deine Lieblingsstelle. Oh nein! Komm. Oh. Did it! Ich hab grad extrem viel Spaß. Ich merk das schon. Ich hab. Oh! Did it! Did it! Jetzt hol dir das Ding da, komm. Ich muss aufpassen, dass ich nicht von den Kanonen getroffen werde auf dem Weg dahin. Chancen stehen gut. Ah! Oh Gott. Ich bleib lieber hier. Oh, hier, die hast du gesehen? Die Professionalität im Spiel ist halt auch vor zwei wie Schafen gegangen. Jetzt ist nur noch Spaß und Anarchie. Ja, das stimmt. Ey, solange ihr gerade Spaß habt beim Zuschauen. Oh, das ist meine Lieblingsstelle. No. Die ist sehr, sehr gut. Die habe ich schon ein paar Mal gespielt. Komm, first try jetzt. Nice. Guter Anfang. Oh. Vorsicht, Feuer. Nice. Ja. Komm, schaffst du. Nice. Good work. Streng der Sturz hier! Da! Ja, wir müssen nochmal neu rein. Guck mal, gib mir. Wir müssen neu rein, das bringt nichts. Müssen wir gar nicht. Drei Schüsse reichen. Drei Schüsse reichen, klar. Komm, wenn du das jetzt in drei. Wenn du das, was dann? Krieg ich einen Kuss von dir oder was? In drei Dingern schaffst, was krieg ich niemals. Dann? Ein Kuss. Einen Kuss kriegst du. Das ist dein fucking Ernst jetzt. Das ist nicht dein fucking Ernst. Ey, küss mich. Feucht wo, schon, wohin? Feucht schon mal die Lippen an, ey. Feucht schon mal die Lippen an, mein Freund. Yes! Damage! Der Junge läuft die ganze Zeit hinterher und trägt die Fässer, ey. Los, echt... schneller, Junge! Ruined! Schön, dass Benny auch einfach hier neben uns sitzt und schreibt im Chat. Das muss dieses Multimedia sein, von dem alle reden. Wie kann ich denn schon wieder auf null, auf geh ein jetzt Leben unten rein. Wie kann ich denn schon wieder auf null Leben unten sein, Robin? Weil du scheiße spielst. Reicht dir das als Antwort? Ich hab gehofft, dass du nicht so direkt antwortest und meine Gefühle verletzt. Mach mal, mach mal. Mach mal Haken. Jetzt mach den scheiß Haken, bitte, danke! Wie ging das denn jetzt hier? Ich hab leider keine Glocke mit dabei diesmal. Das ist sehr schade für mich. Akino Kiritani! Mach's gut. Mach's gut, vielen Dank für alles. Danke fürs Hiersein. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ja, hoffentlich so ganz besonders. Das spielen wir vielleicht auch ein Spiel, in dem ich nicht komplett scheiße bin. Aber nur vielleicht. Nächste Woche dann Counter-Strike. So, wie ging das denn jetzt hier? Portugal, ey. Fotzenhobel. Gegen wen spielt denn Portugal? Ist das ein Land? Ist Wallis ein Land? Ja, Robin, ne? Wie ging das denn? Ich hab's doch eben auch hingekriegt. Es ist Rätselspaß mit Robin! Das bin ich! So, den kannst du ja nur hier hinhauen. Ach, ich glaube, es ging so, ne? King Tidex, ja. Geht auch. War schön mit dir. Ja, mach's gut dann. Es war kurz, aber es war schön. Quasi wie Sex mit Robin. Effektiv. Effizient ist, glaube ich, da das richtige Wort. Sex mit mir ist wie Sex mit einem Schweizer Uhrwerk. Verdammt pünktlich und effektiv. Ich muss mal meinen Haaren rumgrabbeln, ey. Die sind in Mitleidenschaft gezogen. Oh Gott, ich hab alles verloren. Mein Mikrofon ist im Hals. Oh, senden wir auch noch? Oder sind die Leute einfach auch betrunken und gucken auf den schwarzen Bildschirm? Das ist das VOD von gestern. Das ist das VOD von gestern. Wir schon mal gut gespielt, ja. Das Gute ist, wir haben einfach auch genau erraten, wann welche Spende reinkommt, haben es vorher aufgezeichnet. Ne, wir haben für die Spenden, schalten wir uns mal per Skype zu, dass wir gerade aktiv reagieren können. Du bist schon ein durchtriebener Kackspast, ne? Das stimmt, das ist schon... So hat meine Mutter mich auch mal genannt. Durchtriebener Kackspast.
Dann nehme ich doch mal die Hände in die Luft. Vor Empörung. Ich habe nämlich keine Waffe. Vor Empörung. Das ist auch ab jetzt der neue Zocolores-Gruß. Ah! Oh nein. Ich habe keine Glocke. Robin, weil du sie mich nicht hast mitnehmen lassen. Danke, ihr Betrüger. Jako. 9890, vielen Dank fürs Folgen. Komm, den haben wir. Den haben wir. Komm. Haben wir im Sack. Komm. Grüße gehen raus an dich. Fujitsu-Star. Liebe Grüße. Ja, ich brauche echt die Glocke wieder, weil nicht, dass du, weißt du, wenn du dich verläufst, ne? Dann muss ich bimmeln, damit du mich wiederfindest. Das ist so hilflos, was wir hier tun, wirklich. Kalakala, gutta, 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 eo, eo. Nein, falsche Richtung. Durch! Nein! Es ist doch nicht so schwer, du Rattenmann. Danke, ihr Betrüger. Deluxe Fragger, vielen Dank fürs Folgen. Sag mal, wie viele Follower haben wir heute eigentlich gemacht? Schon drei. Also drei. Ich bin mir relativ sicher, dass wir mindestens drei gemacht haben. Komm, Bambi, hol du den mal bitte hier. Ich hab gedacht, ich wär du. Ich hab auf dich geguckt die ganze Zeit. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Freunde. Ich komm schon. Sehr, sehr gut. Ich mach einen kleinen Powerwalk zu dir. Du bist ein Held. Twitch-Partnerschaft wird stehen. Ja, hoffentlich. Ihr könnt ja alle mal twitch.de anschreiben, dass wir dringend eine Partnerschaft bräuchten. Nicht nur die Twitch-Partnerschaft steht, mein lieber Dota-Joker. Du bist der schlimmste Mensch der Welt. Wo ist denn der scheiß Schlüssel? Ach, ich weiß, wo der ist. Warte. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Ja, ich weiß, darum carry ich das ja auch gerade. Papa ist betrunken, bring mich nach Hause, Sohn. Es wäre einfach gut, wenn wir jetzt nicht wieder dumm sterben. Ja. Ich reiß mich jetzt auch mal ein bisschen zusammen. So, sehr gut. Mal. Nur ein bisschen. Mach hier kommen wir in dein Lieblingsrätsel jetzt nämlich. Oh. Ich weiß, wie das geht. Du machst es auch sehr, sehr gut gerade. Wow. Hey. Du erinnerst mich gerade sehr stark an eine Person. Au. Was denn? Hilfe! Ich krieg keine Luft mehr! Ich hab schon wieder vergessen, wo es hingeht. Links! Was? Was ist los? Sollen wir Pause machen? Wenn ich brauche Hilfe von dir. Oh Gott, ich sterbe. Please do something. Ich kann nichts machen. Ich auch nicht. Dann komm rüber. Komm rüber. Komm rüber, Robin. Nein, nein, nein. Ja, ja. Bitte deine Arme runter. Bitte. Ah! Lol. Hör doch mal auf, Feuer zu spucken, du Schwanz. Dankeschön. Denn da das Gras in die Nebelmaschine gebaut, ey. Was ist da geschehen? Die Nebelmaschine? Wurde Robin plötzlich eunuchisiert? Das ist ein sehr schönes Wort. Das ist ein sehr schönes Wort. Oh Gott, das war einer der größten Lachanfälle, die ich jemals im Stream hatte. Wie gut einfach dein Au ist, wenn du irgendwo gegentrittst. So, wohin? Wohin des Wegs? Robin Roswitha Rottmann. Danke, ich brauche keine Hilfe. Ich kann nichts machen für dich. Nö, das weiß ich. Das
habe ich schon. Das merke ich jetzt seit fast 3 Stunden. Robin, ich spare mir meine Kräfte für den Endgegner auf. Ah, okay. Brauchen wir den Scheiß wieder? Ja, brauchen wir. Oh Gott. Oh, das ist ja auch mein Lieblingsraum, glaube ich. Also das ist ja so mit Abstand mein Lieblingsraum. Das ist jetzt so ein gelogenes Raum. Es ist auch gut, dass wir beide auf einer Seite sind und jetzt auch beide hochgehen. Guck mal, du kannst fliegen, Alter. Was sind wir, die Love Parade? Ey, Goofy. Schön einen wegraven hier, ey. Goofy ist schon mit der dümmste Charakter, den es gibt. So. Das stimmt. Nein! Komm mal rüber, Mann! Und setz dich zu mir hin. Weil ich ein Goofy bin. Weil ich ein Goofy bin. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso... Ach ja. Komm schon runter! Ich komm runter! Danke, ihr Betrüger. Danke, Samurin. Samurin, vielen Dank. Ja. Komm, komm mal, komm mal. Na los jetzt. Jawohl. Progress. Weiter rüber, 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 links. Ja, geh doch hoch. Der geht nicht zu mir. Geh nicht zu mir. Guck mal. Der steht auf die kleinen... Nein, Alter. Alter. Komm jetzt. Jetzt komm! Alter, das ist nicht dein fucking Ernst. Ja, los! Baby, 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 baby. Der trollt uns jetzt ganz schön. Jetzt geh doch mal nach oben, damit er nach oben kommt. Der trollt uns schon ganz schön gerade. Der reagiert nur auf uns beide, Olin. Alter, du bist das größte Stück digitale Scheiße, was mir je unter die Augen gekommen ist. Robin hat schon Battletoads gespielt. Ja, Robin hat schon Battletoads gespielt. Come on, come on! Pass auf, wir resetten den Raum. Ob das so eine gute Idee war? Schön mal dem RNGesus einen runtergeholt, ne? Ja! Looks good. Looks promising. Los jetzt! Michael Bamberger. Got it! Muss ich den nehmen? Ja, ich brauch den, ne? Ich hab Schlüssel. Ich brauch. Kannst du nicht Schlüssel nehmen und gleichzeitig Axt? Das ging noch im ersten Level. Ja, ich glaube, es geht nur, wenn du allein bist. Ich nehme ein paar Nanas mit. Got it from my mama. Okay. Wohin deswegs? Ich wollte gucken, ob ich... Nee, ich kann nur eine Sache mitnehmen. Der Lachtisch gerade hat mir ganz schön viel Kraft gekostet. Okay, da sind wir das letzte Mal gestorben, weil ich Unfug gemacht habe, richtig? Ja. Nee, das stimmt nicht. Wir sind bei den Kanonen gestorben das letzte Mal, weil du Unfug gemacht hast. Was immer stimmt ist, wir sind gestorben, weil du Unfug gemacht hast. Das stimmt nicht. Du hast... Hä? Das letzte Continue haben wir verloren, weil du mir die Bombe ins Gesicht geschmissen hast. Da war ich dabei, kann mich dran erinnern. Wir machen das. Ich will nicht von Goof Troop besiegt werden. Wie soll man denn Battletoads durchspielen, Robin? Wenn man nicht mal Goof Troop durchspielt. Hast du eine Frage auf diese Antwort? Bitte? Ich hab nicht zugehört. Das war auch Schwachsinn. Ach, du redest Schwachsinn, das ist was ganz Neues. Komm jetzt hier. Etzala. Etzala, Etzala durchziehen. Ich hab nur noch ein Leben, ich glaube, ich muss mich mal sterben lassen. Sag mal, Zuckerloris, habt ihr feste Streamzeiten? Ja, mittwochs. Mittwochs ab 19 Uhr. Also wir machen das jetzt wöchentlich. Mehr schaffen wir erstmal nicht. Und deshalb gibt es einmal die Woche Zuckerloris. Und je nachdem, wie erfolgreich live. Das ist. Natürlich. Zuckerloris live. Genau, Zuckerloris live. Und dann gibt es natürlich mittwochs und samstags noch YouTube-Videos. Je nachdem, wie viel wir gerade auf Patreon sammeln, gibt es noch Boni. Dass wir zum Beispiel neue Sachen animieren, dass wir noch mehr Videos bringen und so weiter und so fort. Das ist so grob Zuckerloris abgerissen. Ne? Ja, das hast du ziemlich gut gemacht.
Und in unseren YouTube-Videos machen wir eigentlich genau dasselbe wie hier. Nur halt nicht live. Aber ähnlich durcheinander und laut und wild und dumm. Genau genommen ist es ja auch live. Ne? Da ist ja auch nichts zusammengeschnitten oder so. Ja, also eigentlich... Man könnte uns Faulheit vorwerfen oder Authentizität. So, ist euch überlassen. Authentizität werfe ich Leuten gerne vor, weil ich es nicht aussprechen kann. Autzen, Autzis. Autzenbautzen. Aber ich habe nur noch ein Leben, ne? Ja, ist nicht schlimm. Ich habe. Danke, oh. Ihr Betrüger. Iron Oxid, das Dankeschön fürs Folgen. Rettest du mich hier? Ich, Wieso gehen jetzt über mich? Mit der Macht meiner Gedanken werde ich diese Bombe in diese Kanone. Oh yeah. Warte. Nein. Doch, 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 alles easy. Durch. Der war doch durch. Nein. Pass auf. Nein. Nein. So. Okay. Mach Dinge. Ich will nur nicht im Weg stehen. Also bevor du einen Stein in mein Gesicht schiebst, ja, Grüße und dann gehen böse raus wirst. An dich. Caster Messel! Caster Messel! Dankeschön fürs Followen. Du geiles Stück. Mann oder Frau. First try. Oh. Lass uns mal erst runtergehen, weil links kommen direkt die Bösen. Da waren wir auch noch gar nicht so wirklich, ne? Da gibt's noch mal Leben so zum Abgrasen, oder? Genau, deshalb oh, wollte fuck, ich da gerne. Fuck! Wow! Saved by the bell, bitch. Wow, hast du Glück im Unglück, ey. Oh, krass, wie hab ich das denn überlebt? Kannst du irgendwie mich da noch reinlassen, damit ich auch das Ding krieg? Ja. Nee, kann ich nicht. Doch, kannst du. Guck mal. Oh. Ich glaub, von den Roten kriegen wir Credits, oder? Ja. Das ist gut, das brauchen wir nämlich. Ja, ich hab null. Nimm du mal die Früchte, wenn's geht. Keine Früchtchen mehr, Robin. Ich hab dafür 6 Leben. Ich hab null. Immerhin. Soll ich mich vielleicht auch nochmal sterben lassen gerade? Im nächsten Bildschirm? Nee, lieber nicht. Weil dann komme ich rein, hab ja, zumindest 2 Credits. Ja, aber lieber würde ich's versuchen wollen. Sehr gut, immer in unsere Richtung, Bambi. Oh Gott. Na komm, give him. Give it to him. Woo! Easy. Ein Boss. Auf geht's. Versuch's einfach. Jetzt hast du 6 Leben, ich hab 0. Also. Ja, passt schon. Lass uns versuchen. Ja, passt schon. Educator 1990. Was willst du, Rekinaia, an jetzt? Du magst kaum glauben, dass wir beide ein abgeschlossenes Studium haben. Robin, ne, da geht's ja hin, das erste Leben. Schlimm. Schlimm, schlimm. Komm, gib ihm. Oh nein. Da ging durch, der hatte Intab. Oh nein, können Vorsicht. Wir eigentlich irgendwas hiermit machen? Klar, wir können uns Bomben auch ranziehen, ne? Und die Spacki. Oh fuck. Bambi. Alter, alter, alter. Das war gut. Hook! Nee, Bombe. War gelogen, war kein Hook. Ach, fick dich, ey. Closerino! Ranziehen. Denk dran, du kannst die Bombe auch ranziehen, der muss nicht so lange warten. Boah, ein Glück, dass wir wieder die doppelte Animation gekriegt haben. Boah! Schrot. Nicht nochmal! Ah! Oh. Vorsicht. Haken. Musste schön oben sein, der trifft mich nicht. Haken. Doppelhaken. Dreifacher Haken? Doppelhaken. Da ist der Haken. Triple. Kriegst du, Alter, kriegst du Haken, Alter. Der Doppelhaken, ey. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Okay, sehr gut. Oh. Oh Gott. Fuck! That's gone. Okay, ruhig.
Freunde, jetzt mal Däumchen drücken hier, ne? Das war unlucky. Da hab ich den guten Doppelhaken jetzt hier. Sehr gut. Das ist unangenehm, ne? Das ist sehr unangenehm. Grüße gehen raus an dich. Cheetahs 85. Geiler Schneck. Nice. Schade. Hast du spekuliert? Ne? Da habe ich Spekulatius gemacht, ja. Oh, merkst du, wie sein Pfiff sogar Dolby hat, Alter? Dolby. Der gute Dolby-Pfiff. Der Pfiff ist viel effektiver als andere Pfiffe, weil der Pfiff hat Dolby. Wow. You can do it. You can do it, man. Boom! Haken. Ich hoffe, er hat nicht noch eine zweite Phase. Ich hoffe auch nicht. Wo er sich in einen Robo-Piraten verwandelt. Robo-Carlo verwandelt. Ja, auf einem... Keine Ahnung. Auf einem prähistorischen... Schaufelradbagger. Reitet. Erzähl mir mehr. Jetzt mach mal Bombe. Dude. Mach mal Bombe. Oh! Da hat er die Augen. Da beweist er einfach die Augen, der Rottmann. Boschi approved. Ey, zumindest Corbett ist am Start. Ganz vorne dabei. Bei der... Oh. Ey, der wird's geil. Bei der Robin Rottmann Support Front, wie sie gerne in Fachkreisen auch genannt wird. Ja, ich find's gut, dass er so viele Bomben droppt. Harold Fee ist entsetzt. Ob das Skill ist, der ihm hier demonstriert wird. Der RNG ist echt heute. Ja. Guter Freund von mir. Hey! Mach mal Bomben, du Oh. Egal. Einen habe ich mal gut. Mach da hast du eine ganze Bombe gedroppt, Dude? Das ist super lieb von dir. Oh, guck mal, noch mehr. Komm, gib mir zwei. Fuck! Assi, Lord, ey. Zu gut ausgewichen. Robin, no Chocorino, Senor. Chokes on you. Das ist mir gerade viel zu spannend, wirklich. Das ist mir viel zu fucking spannend. Halte ich nicht aus dem Kopf. Vanoob ist auch dabei. Pikachu ist auch am Start. Go, Robin, go. Ich glaube nicht. Tanda natürlich auch. Vorne mit dabei. Wahnsinn. Bambi, eigentlich könntest du das als Beruf machen. Schlecht in Videospielen sein, sterben und dann Robin zugucken. Grüße gehen raus an dich. Black Hole! 99. Danke. Ja. Robin macht das auch nur spannend, so. Ach, ist natürlich Absicht. Wir haben mir quasi ein Seed eingegeben für das Level von... Alter, wie viele Hits braucht der denn? Wo besonders wenig Bomben gedroppt werden. Das macht es dem Robin natürlich schwierig, aber... Ernsthaft, ey? Hab ich's? Ah! Phase 2. Please, no. What? Hast du gut gemacht, Bambi. What? Freunde, wir haben Goof Troop besiegt. Stimmt, weißt du noch nicht. Stufe 5. Guck mal, da steht im Greenscreen, ey. Ist alles nur eine Show gewesen. Wir haben sie erwischt. Oh. Guck mal, ist alles nur eine Greenscreen-Show gewesen, ey. Ob das vielleicht das falsche Piratenschiff ist? Wo ist mein Bier? Da ist mein Bier. Was bist du? Max Rockstar Nachtsheim. Bekannt aus Spielen wie Goof Troop. Ja. Meine Fresse, war das jetzt schön. Hilfe, ist denn da jemand? Ich will das nicht vorlesen eigentlich, das ist mir zu blöd. Ist mir echt zu blöd, ey. Haben wir Goof Troop gerade besiegt? Ja. Wir haben, oh nein. Wir haben Pete und seinen Sohn an die Krokodile verfüttert, wie sie es gehört. Aber es gab kein Passwort für die Stufe, von daher müsste es das ja eigentlich gewesen sein. Ich denke auch. Wirklich, Robin, kannst du dich glücklich schätzen, so eine Hilfe wie mich zu haben, ey. True Dad. Gut, dass du dabei warst, PJ ey. Pete hilft uns. Krass, ist ganz schön makaber. Weißt du? Wir haben jetzt ein bisschen Spaß gehabt und ein bisschen Töpfe hin und her geworfen, ja. Ein paar Rätsel gelöst und so. Die hängen halt da und jetzt, fast Alligator gefressen. Und jetzt töten wir einfach die Katzenfamilie. Da, guck sie an. Wie makaber. Das war ein toller Angeltag, nicht wahr, Max?
Ja, Papi. Vor allem, Vater hat schön die ganze Zeit rumgeklingelt und die Arme hochgehoben. Das war der Tag von Goofy. Geht's wieder von vorne los? Jetzt sind die Credits. Die Credits? Enterhaken in Goof Troop. Bekannt aus Spielen wie The Legend of Zelda. Ja, sind doch die Credits, wir spielen ja nicht. Jolly. Ah, jetzt werden die ganzen Figuren noch vorgestellt. Wie beim Ende von Super Mario World. Ah, wir haben fucking Goof Troop besiegt. Guck wie mal, wie lange für Pony Island haben wir 7 Wochen gebraucht für Pony Island. Das haben wir in einem Abend geschafft, so. Schön, schön, sag ich da nur. Put your hand in your hands, like you don't care. Hi, I'm Goofy. And wave them like you just don't care. Das war ein schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Fand ich auch durchaus in Ordnung, ja. Ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Was machen wir denn als nächstes? Wir haben ja nicht die Spenden zusammenbekommen für Super Mario World. Ja. Also ich würde sagen, wir warten die Credits noch ab. Wenn wir bis dahin die 543.21 haben, gibt es den Super Mario World Speedrun. Ansonsten gibt es ein Vote zwischen 2 Spielen, die wir noch anfangen können. Die wir aber niemals, also da ist keine Intention hier, dass wir die 2 hier kommen. Ist der Rob? Der Rob. Der Rob. Ja, Robin, ja, okay. Dann würden wir nämlich sonst ein Vote machen, einen schönen. Können wir machen, ja, das wird es auch mal getestet haben. Ist ja heute so ein bisschen, weil erster Stream für uns, wir müssen so ein bisschen testen, was unsere Technik aber so hergibt. Aber unglaublich wenig technische Probleme. Gut, der Controller ist zweimal abgeschmiert. Ja, aber das hat ja nichts, das ist ja dem Controller. Aber der Rest war schon, der war schon gut. Zuzuschreiben. Also. Rap. Yeah. Informer. You know, so that. Snippity snap. Das war ein Rick. Das war ein klassischer Rick gerade, hast du gemerkt? Ansonsten, wir haben ja nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Also angenommen, wir würden wirklich um 23 Uhr sagen, wir hören auf. Was ja nicht gesagt ist. Was ja nicht gesagt ist, Freunde. Kann Robin natürlich trotzdem mal einen Speedrun machen, weil der dauert ja nur 5 Sekunden. Nee, den Speedrun gibt es wirklich nur als Donation Goal. Ansonsten spielen wir eins von den beiden Spielen, die ich noch parat habe. Also ich müsste eins noch schnell zu meiner Tasche holen. Ja. Aber dann würden wir halt einen ganzen 2-Sekunden-Break machen. Musst du noch schnell ordern bei. Genau. Wenn du Captain Feuerhauch am Start. So nennt man mich auch in meiner Stammkneipe übrigens. Goofschub durch und 422% des eigentlichen Spendenziels erreicht. GG. Harold sagt es eigentlich ganz gut. Harold, vielen Dank an dieser Stelle übrigens schon mal an alle Leute, die sich heute Abend so fleißig im Chat beteiligt haben, mit den Spenden beteiligt haben, mit allem möglichen. Ich habe Patreon noch nicht geguckt, da vermutlich sind bestimmt auch noch welche mit dazugekommen, so wie ich euch wahnsinnig kenne. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Absurd. Absolut absurd, wahnsinnig. Fucking wirklich. Absurd. Wirklich. Wir wissen das. Wir wissen das wirklich mega zu schätzen. Und vielen, vielen, vielen Dank dafür. Denn ohne eure Hilfe wird es uns beiden in der Form gerade nicht geben, muss man ja leider so sagen. Ja. So, wir benutzen das Geld halt komplett, um uns Technik zu kaufen. Es ist halt schwierig, muss man schon sagen, sich halt irgendwie die Freizeit quasi dafür zu opfern, um sowas zu machen. Aber, komplett. Deswegen sind wir erstmal so mit einigen Vorbehalten in das ganze Zirkulores-Projekt gestartet. Aber wir haben halt gemerkt, dass es A, bei euch gut ankommt und B, uns wahnsinnig viel Spaß macht. Ja, komplett. Und jetzt sind wir halt gerade an dem Punkt, wo wir eigentlich gucken, wie wir immer mehr Zeit... Hä? In dem Level waren wir nie. Krass. Okay. Hoffentlich kommt nicht noch ein Level, ey. Das war ich gerade in meiner rührenden Dankesrede an euch. Wir gucken halt immer, dass wir jetzt schauen, dass wir immer mehr von unserer Freizeit abknöpfen, um halt Zirkulores-Kram zu machen. Sei es, weiß ich nicht, irgendwie auf die ESL One fahren und da halt irgendwie Fantreffen Dinge zu machen. Oder sei es eben halt eine zweite Serie jetzt noch in der Woche zu haben, die wir halt mit Pony Island jetzt eben auch hatten. Ja. Oder eben jetzt die Stream-Geschichte. Und wir werden natürlich auch in Zukunft weiter gucken. Wenn ihr weiterhin Bock habt, dann werden wir gucken, dass wir immer mehr liefern. So läuft das. Guck mal, Shinji so Mikami, der Mann, der Resident Evil gemacht hat, hat das Drehbuch von Goof Troop gemacht. Wow. Merkt man. Krass. Das ist die krasse Story. Das ist quasi wie Resident Evil, nur... Am Ende war bei Resident Evil auch alles einfach nur ein Ausflug zum Angeln. Ach, hör! Suddenly Angelausflug. Ach, hör! Ich weiß gar nicht, ist der Flo noch da? Sitzt er in der... Ja, der ist doch, da. Doch, krass, bloß am Stesel. Wundervoll. Soundeffekte 11. Zumindest gibt's 11 Tracks. Hat einer mitgezählt, ey. Hey, cool, ich freue mich. Natürlich wird es auch Goof Troop als Aufnahme bei Zirkulores geben. Ich werde das wahrscheinlich in halbstündige Parts schneiden und dann gibt's das immer an den Tagen, wo keine normalen Zirkulores-Videos auf YouTube laufen. Dass ihr da natürlich auch noch
euren wöchentlichen Fix kriegt. Genau, das wenn ihr nochmal sehen möchtet, wie gut ich partizipiert habe hier in der ganzen Geschichte, ne? Dann wird Robin das natürlich als Mahnmal nochmal auf YouTube stellen. Ich glaube, ich werde übrigens den unfassbaren Spendenhype, werde ich einfach nochmal einzeln auskoppeln am Anfang, wo wir einfach, weiß ich nicht, 180 Euro gekriegt haben, bevor irgendwas passiert ist. Und nehmen so, das Stream geht los, ja, hier sind 50 Euro. Nimm. Ihr seid komplett beknackt, wahnsinnig, ey. Wirklich. Aber wir wissen das, wie gesagt, mega zu schätzen und vielen, vielen Dank. Wirklich. Also, so, wir stecken uns davon halt nichts in die eigene Tasche, so doof das klingt. Das geht alles halt in Technik. Die große Kamera ist halt immer noch das Ziel. Ist halt sauteuer, die Kamera. Die kostet halt 1,5 ungefähr in der Neuanschaffung mit Objektiv. Und die wollen wir, also eigentlich wollen wir die Kamera, die da gerade ist, gerne haben. In dem Sinne. Und wenn wir die halt haben können, brauchen wir eine Menge Kohle und deshalb sparen wir halt gerade komplett das Patreon-Geld und das ganze Geld, was hier reinkommt über die Streams und so weiter und so fort, und das wird dann alles in diese Fonds gesteckt. Und da kommt schon ganz gut was zusammen nach heute Abend, muss man mal so sagen. Okay, wir haben... Robin, wollen wir einen kleinen Strawpoll machen? Wir machen den Strawpoll und zwar, ihr habt die Auswahl zwischen zwei Spielen. Hey, nur noch 6.000 Euro mehr und einer von uns kann auf die Bahamas fliegen. Bings, spende mal 102 Euro, ein wenig Restgeld vom Urlaub habt ihr euch verdient. Du bist absolut wahnsinnig. Dankeschön, aber du bist absolut wahnsinnig. Robin, ich kenn zwar Leute, die heute nicht mehr wegkommen. Ja, ich kenn zwar Leute, die heute einfach nicht schlafen. Prost. Wow. Ja, das ist so noch, wow. Also jetzt sind es halt noch... Auf